Momentan geht es ja in der Welt drunter und drüber. Gut, dass Formate wie Fame or Shame beständig bleiben. Heute treten Jonathan Apelt und Sebastian Lenzen gegeneinander an, um sich die Krone zu sichern und zu beweisen, wer der Klügste bei PietSmiet ist. Ein wunderschönes. Mhm. Natürlich. Nein. Ich glaube schon, dass ihr das schaffen könnt. Glaubst du nicht? Ey, klar, ja, Mann. Einen Punkt schaffe ich. Komm, ich sehe heute das Ziel, einen Punkt machen und damit Jay übertrumpfen. Kann ja einfach die falsche Antwort jetzt sagen direkt. Einfach okay. Rot. Ja, mach mal. Wasser. Gerne. Nee. Nicht? Nee. Fangen wir an. Da wir viel mit Gaming zu tun haben, starten wir die Runde jetzt auch einmal mit einer Frage zu einem Videospiel. Aktuell sind die Moon Studios in aller Munde. Ihr neuestes Werk begeistert nämlich wieder die Massen. Ein kleiner, süßer, weißer Schutzgeist springt und kämpft sich durch die Gegend und versucht, sich seine Freunde vor bösen Kreaturen und Bossen zu schützen. Ori and the Will of Wisps knüpft dabei an die Stärken seines Vorgängers an, der in welchem Jahr erstmals erschien. Ja, Sepp. Try it, kriegst du. Ich gönn dir den Vortritt, Jay. Ey, ich gönn dir auch den Vortritt. Ich wusste gerade erstmal nicht, dass die Moon Studios überhaupt Ori gemacht haben. Ich habe gerade kurz überlegt und weiß nicht mal, wie der Vorgänger heißt. Ich hatte jetzt eigentlich drauf spekuliert, dass du wissen willst, wie der Teil heißt, aber das hast du leider genannt. Und deswegen schon, aber möchte einfach keiner antworten, ja? Na komm. Okay. Ja, man muss es ja tryen, also 2015 sage ich. Hätte ich auch gesagt. Das ist richtig. Nice. Verdient. Das ist richtig. Und noch ein weiteres Spiel steht auf der Agenda und erscheint, beziehungsweise erschien, man weiß ja nie, wann Fame or Shame kommt, am 20.03.2020. Teile des Aufnahmeteams und auch der Schreiber dieser Zeilen freuen sich schon wie ein kleines Kind auf Doom. Obwohl kleine Kinder solche Spiele vielleicht dann doch eher nicht spielen sollten. Viele Worte zum Gameplay verschwenden wir an dieser Stelle nicht. Wir hacken und schießen wie immer Gegner in 12 Teile. Vorbesteller von Doom Eternal bekommen übrigens ein zusätzliches Spiel geschenkt. Welches ist das? Jay. 64. Das ist auch korrekt. Während alle in ihrem Kämmerchen hocken und Corona mit Videospielen entgegentreten, hat es die Filmbranche nicht ganz so leicht. Viele Werke, die eigentlich in geraumer Zeit erscheinen sollten, werden für längere Zeit nach hinten geschoben. Das Remake zu Kevin allein zu Hause wurde auf Eis gelegt und auch der Starttermin für Mulan ist erstmal unklar. Daniel Craig darf seinen Martini auch erst später schlürfen. Und dabei hätten wir uns schon alle auf seinen vermutlich letzten Auftritt gefreut. Wie heißt der? Wie heißt der neue Teil in Gänze? Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß es nicht. Ich Deutsch als auch Englisch ist okay. Ja, ich weiß. Ich habe letztens noch das Plakat gesehen, aber da... Wie genau brauchst du die Antwort? 1:1? In Gänze, ja, schon. Ne? Also den ganzen Titel halt. Ja. Sorry. Nicht der mit dem fiese Bösewicht. Nee, dann mache ich das nicht. Genau, also ich hätte jetzt schon den Titel des Films. Ja, wenn ich halt irgendwie vielleicht zwei oder ein, zwei Wörter falsch habe, oder beziehungsweise dann vielleicht zu viel dazu gedichtet habe. Dann hättest du die Hälfte halt des Satzes. Nein, falsch. Keine Ahnung. Ist egal. Ich weiß es nicht. Ich kann, okay. Dann schließen wir es einfach. Ja. Skyfall ist 2:1. Es wäre James Bond. Keine Zeit zu sterben oder sowas? Im Deutschen wäre es keine Zeit zu sterben. Oder No Time. Oder im Englischen halt No Time to Die. Oh mein Gott, Jay. Ich wusste, weißt du, Bram hat mir da Angst gemacht. Weißt du, wenn das nachher irgendwie heißt, so keine Zeit umzusterben oder sowas, ja, statt keine Zeit zu sterben, dann hätte er mir das nachher falsch angerechnet. So habe ich es verstanden. Deswegen ja, hast du gerade nicht zweimal das gleiche gesagt? Habe ich auch verstanden. Aber zu oder keine Zeit zu sterben. Oder zu sterben. Ja, das wäre natürlich da falsch gewesen. Ja, genau. Deswegen habe ich nicht gedrückt. Ich schieße. Okay. Gut, verstehe ich. 1:1 steht damit weiterhin. Wir fassen zusammen. Spiele sind ein guter Zeitvertreib, genauso wie Filme, wenn sie nicht verschoben werden. Mhm. In der vorherigen Frage habe ich schon kurz ein Kapitel angeschnitten, an das ihr jetzt bestimmt schon gar nicht mehr denkt. Nö. Dabei geht es um einen Zeichentrickklassiker von 1998. Ebenso hat Frozen 2 damit zu tun. Sogar die Telekom äußerte sich vor einiger Zeit dazu und bereitete Kunden eine große Freude. Wie heißt der bald in Deutschland startende oder mittlerweile gestartete Streamingdienst von Disney? Jay. Disney Plus.
Der heißt Disney Plus. Alter, what the fuck? Alter, da, ich, wie ich die ganze Zeit gedacht habe, hä, was will er? Ja, ich hab's auch gar nicht kapiert. Was? Ja, die Frage war simpel. Aber manchmal muss man auch einfach Punkte schenken. Ja, ich könnte natürlich jetzt den Schwierigkeitsgrad hart anheben und euch Fachwissen zu Planeten fragen. Aber das wäre vermutlich nicht in eurem Sinne. Moment, weil Sven nicht der, der falsch gemacht hat. Das kann gut sein, ja. Aber wisst ihr was? Warum verbinden wir nicht einfach Wissen zu Planeten und Disney? Mhm. Mickeys Hund heißt wie ein Zwergplanet. Dodo. Sepp. Das war richtig. Ah, da muss ich jetzt mal den Punkt hier snacken. Pluto! Ey, Pluto! Lustig eigentlich, oder? Wenn Goofy Pluto ausführt, geht ein Hund mit einem Hund Gassi. Denk mal drüber nach. So, genug von Disney und Co. Musik it is. Eigentlich wollte ich euch etwas zu den Charts fragen. Nee, die sind aber wie ich euch kenne, werden euch die Top 20 absolut gar nichts sagen. Korrekt. Da suche ich mir jetzt mal einen Musiker eurer Altersklasse heraus und ihr verratet mir, wen ich meine. Geboren wurde er in Oberbilk und vermutlich wüsste Andi jetzt schon die Antwort. Oh. Mark Forster. Nee. Verdammt! Da tut mir leid. Mann! Schade, also ich hätte auch schwören können, dass das jetzt vielleicht das ist. Ja, gerade unser Alter, das ist ja hier auch gesagt so, okay, Mark Forster, ja. Das passt. Möchtest du noch antworten, Sebastian? Nö, ich möchte weiter schwören. Ja, aber dann ist die Frage raus. Achso, ja, mit Oberbilk, nö. Nö, nicht, okay, lese ich einfach nur noch zu Ende vor. Ja. Er verkaufte bislang über 50 Millionen Tonträger und hatte sogar ein eigenes Café in Bad Münstereifel. Zusätzlich trägt er immer eine Sonnenbrille und trällerte Chartsits wie die Sonne von Mexiko oder Blaublüte der Enzian. Also, wenn ich die Antwort gewesen. Unser Alter, das ist doch voll gelogen. Ich glaube, das war der Diss. Ich glaube, das war der Diss. Ja, aber das ist ja... Ist ja schon dumm formuliert, würde ich an der Stelle mal sagen. Ist ein Diss, Jonathan. Ist halt ein Bait. Finde ich viel okay. Ja, so, weiter geht's mit. Ich sag dir, Musik aus eurer Altersklasse. Mit Apache 207 und Samara hättet ihr vermutlich noch weniger anfangen können. Aber egal. Mit Musik verschone ich euch vorerst. Ich hatte mit Micke kurz überlegt, ob wir mal eine Quizshow zu unseren Quizshows machen könnten. So langsam verliert ja jeder Beteiligte den Überblick, welche Regeln jetzt gelten, was allerdings bei jedem Format bei Pizza mit ein Problem ist. Wer was aufnehmen muss oder wer viele Punkte bekommen oder wüsstet ihr, wie viele Fragen bei Fame or Shame in der Regel gestellt werden? Jay. Das weiß ich nicht. 13. Das ist richtig. Gut, dass ich vorher die Regeln mir angeguckt habe. Oh Mann! Was hätte ich nicht gemacht? Da stand er nämlich genau drin. Da steht nämlich Antworten 13. Oh Mann, ey, was ein Luckshot, dass ich das jetzt getroffen habe. Das ist ja okay. Da ihr natürlich Profis seid und das selbstverständlich wusstet, gehen wir jetzt zu Frage 8 über. Klar. Bislang war ja alles eher Kindergarten. Ich hoffe, ihr habt in der Schule gut aufgepasst. Neben spannenden Fächern wie Erdkunde oder Geschichte gab es auch mathematisch angehauchte Themengebiete auf dem Lehrplan. Physik war dabei immer besonders spannend, weil man manchmal eher unfreiwillig den Feuermelder auslöste. Noch spannender wurde es, wenn Strom mit im Spiel war. Denn was misst man eigentlich in Volt? Ach. Ja, Jay? Die Stromstärke. Moment. Lass mich einmal kurz die Definition perfekt lesen, aber ich würde sagen, dass das nicht korrekt ist. Brauchst Sepp du noch oder darf ich antworten? Du darfst noch antworten, wenn du möchtest. Muss ich drücken? Musst du drücken, ja. Spannung. Das ist richtig. Ampere mischt die Stromstärke. Ach so. Fuck. Ich habe lieber noch mal kurz nachgeguckt. Aber Ampere ist... Ich war selber in der Physikfrage geschlagen. Fuck. Ja, da habe ich mich... Also, weil ich nicht wusste, in welche Richtung die Frage geht, habe ich ein bisschen gezögert. Warum ist es Stromspannung? Das ist bitter. Damit steht es 3 für Jay und 5 für Sepp. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich euch in der Frage selbstständig auf die Antwort hingewiesen habe. Ja?
Noch weil spannend. Du gesagt hast, jetzt Spannung besonders spannend. Noch spannender wird es. Ja. Mehr Tipps bekommt ihr jetzt nicht mehr von mir. Ab sofort seid ihr auf euch allein gestellt. Genau wie der Protagonist in Doom, der wie heißt? Keine Ahnung. Ich hab's nicht mal angefangen bisher. Der hat einen Namen? Drei. Der Unbekannte. Der hat drei Namen? Der dreigängige Namen. Georg Gustav August. Da musst du drücken, damit ich dir das beantworte. Ansonsten schließe ich die Frage einfach in 5, 4, 3. Oh, der Auserwählte. Okay. Der Auserwählte war nicht. Neo! Neo ist es! Schade. Okay, Sepp noch? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann schließe ich die Frage. Der Unbekannte. Die drei richtigen wären gewesen Doom Guy, Doom Marine oder Doom Slayer. Cool. Doom Slayer war es, fuck. Okay. Doom Guy, finde ich auch gut. Für die heutige Ausgabe verschone ich euch mal mit einer Fangfrage. Aber es gibt ja noch andere Arten von Fragen, bei denen man seinen Grips ein bisschen anstrengen muss. Deswegen gebe ich euch jetzt 10 Sekunden mehr Zeit. Und ihr sagt mir, welcher Mann in der Sonne immer kleiner wird. Fuck. Welcher Mann in der Sonne immer kleiner wird. Sebastian. Der Schneemann. Das ist richtig. Ich dachte die ganze Zeit an eine Sonnenuhr oder so, aber da du nichts von Verlauf gesagt hast, machte das irgendwie nicht so viel Sinn. Ja, sehr schön. Hey, bist du noch da? Naja. Okay. Ich nicke, anerkennend. Ja gut, das konnte ich ja nicht hören. Musste lauter nicken. Wenn ihr den Test bestanden habt, dürft ihr euch auf mehr solcher Fragen in den nächsten Folgen freuen. Geil. Am besten apropos ist die Frage mit dem Zug und eine E-Lok fährt irgendwie von Westen nach Osten. Der Wind kommt aus Norden. Wohin weht der Rauch? Hm? Die wird immer im Radio gestellt und dann rufen da immer 8 Leute an und sagen Quatsch. Nach Norden und dann sagt der Letzte irgendwann endlich mal, das ist eine E-Lok, die qualmt nicht. Genau. Und dann denke ich mir immer so, boah Leute, das habt ihr jetzt, macht ihr jede Woche diesen Witz, ey, das ist echt traurig. Naja. Apropos nächste Folge. Gute Serien sind dafür bekannt, Staffeln immer spannend enden zu lassen, um die Leute auf die nächste Staffel zu hypen. Dabei beenden sie die letzte Folge einfach mit irgendeinem Plot-Twist, den sie dann aber nicht direkt in der Folge auflösen. Wie ist der Fachbegriff dafür? Jay. Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger. Ach, genug Filme, drücken. Serien und Fachwissen aus dem Physikunterricht. Eigentlich sind wir doch nur hier, um unserem Hobby Videospiele zu frönen. Ein Spiel wurde heute noch gar nicht erwähnt, obwohl der Release auch demnächst bevorsteht oder gerade bevorstand. Bin ich mir gerade gar nicht tatsächlich genau sicher. Das Remake bekommt jetzt eine Demo spendiert, wo wir vermutlich wieder Resident Evil 3. Ich glaube, der Hauptcharakter wird gefragt. Schade. Ist leider nicht richtig. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Also von daher, da Jay viel zu früh gedrückt hat, ich habe keine Ahnung. Ja, ich dachte auch, wegen der Demo, vielleicht ging es halt da um Resident Evil 3. Ja, geht's auch. Ist auch richtig, Jay. Aber ich glaube, er wird noch fragen, wo man wen spielt, wird er sagen. Und dann weiß ich das leider nicht. Man spielt die Frau. Frau Valentine spielt man, ja, glaube ich. Okay, wäre auch beides eh falsch gewesen. Dann schließt aber mal die Frage, ja. Wo vermutlich wieder Zombies killen und jede Menge Gruseliges erleben werden. Ich fand die Reihe immer viel zu dunkel. Da kann ich euch hier kein großes Wissen vermitteln. Aber eins weiß ich. Den Namen der Stadt, in der Resident Evil spielt. Oh, Raccoon City. Der lautet wie? Raccoon City wäre richtig gewesen. Das hätte ich nur gewusst. Da ich in der Vorbereitung natürlich nicht weiß, wie der Punktestand bei dieser Frage aussieht, sind wir schon am Ende. Und wir jetzt schon am Ende sind, möchte ich euch der Fairness halber wegen auf euer Allgemeinwissen testen. Weg von Videospielen, weg von Filmen, weg von Musik. Aber Fernsehen habt ihr ja bestimmt mal geschaut. Oh, komm, ey. Egal ob aktuell oder vor gefühlten 30 Jahren. Es gibt nämlich kleine Zwerge, die in einer Sage nach in Köln über Nacht die Arbeit... Die Mainzelmännchen. Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen? Die Mainzelmännchen.
Das ist leider nicht richtig. Jay in Köln, ne? Ich dachte, es geht um... Er hat gesagt, in Köln. Schade. Ich dachte, die vom ZDF wären das. Ja, ich weiß, dass du da denkst, aber ist das nicht hier die Sage, wie heißen die denn nochmal? Da gibt es doch ein Märchen zu. Wie heißen die denn nochmal? Ich hab den Film auch vor Augen, der immer auf ARD, ZDF dann jedes Jahr zu Weihnachten oder so läuft. Dinner for One? Nee. Das kommt an Silvester, Bram. Und ich gebe dir noch 5 Sekunden, ja? Ansonsten ist dieses die Frage. 4, 3, 2, 1. Weiß geschlossen. Das sind leider nicht die Mainzelmännchen. Das sind natürlich die Heinzelmännchen. Ach, Heinzelmännchen. Ja. Das sind die anderen halt. Heinzelmännchen sind ja die normalen. Das tut mir sehr leid, Jonathan. Damit gewinnt Sebastian mit 9-4. Vielen, vielen Dank auch dieses Mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß da draußen. Bis zum nächsten Mal und tschüsselü. Tschüss. Ciao.